Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin erleichtert. Erleichtert und bei aller Deutlichkeit, vielleicht auch Lautstärke unserer Debatte, dass offensichtlich ein Stil in unserer Aussprache zurückkehrt, die unserer politischen Kultur, aber unserem Selbstverständnis auch in diesem Parlament angemessen ist. Attacke, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ist richtig. Aber ich habe zu meiner Genugtuung festgestellt, die stärkste Oppositionspartei im Haus versprüht kein antidemokratisches Gift mehr, mit dem uns die AfD hier jahrelang überzogen hat. Streit, ich habe gesagt, kein antidemokratisches Gift mehr in diesem Haus, wie die AfD es getan hat. Und dafür bin ich dankbar. Diese Debatte brauchen wir hier im Deutschen Bundestag. Und deswegen sage ich auch sehr klar, ja, Streit gehört zur Demokratie, aber zum Streit gehört eben auch die Demokratie und keine Demokratieverächter, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Und Herr Brinkhaus, es mag sein, dass Sie gerne dort auf diesem Platz einen Kanzler von der Union gesehen hätten. Aber die Menschen in diesem Land wollten es anders. Auf diesem Platz sollte ein Sozialdemokrat Platz nehmen. Und dafür bin ich dankbar. Und wir werden dieses Vertrauen in den nächsten 4 Jahren erfüllen, meine Damen und Herren. Und wie Sie, Herr Brinkhaus, biete ich auch Ihnen Kooperation an. Und ich würde mich freuen, dass alles das, was in den letzten Jahren von Ihnen blockiert worden ist, vielleicht auch bei Ihnen etwas überprüft wird. Aber ich danke Ihnen, dass Sie insbesondere in existenziellen Fragen auf diese Debattenkultur, die dieses Parlament braucht, zurückkommen. Weil die Menschen beschäftigt in erster Linie, gerade auch vor Weihnachten und in den nächsten Monaten, die Pandemie, weil es eine Existenzfrage ist, nicht nur eine Existenzfrage für die Demokratie, für dieses Parlament, sondern für jeden Einzelnen, für Familien, für Betriebe, für Vereine und für die gesamte Gesellschaft überall in unserem Land. Und deswegen haben wir versucht, diesen Menschen so gut wie möglich beizustehen. Wir haben Hilfen errichtet, wir haben Arbeit gesichert und wir haben auch die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen. Und deswegen sage ich auch sehr deutlich, wir wissen um die Sorgen in dieser Gesellschaft. Aber wir wissen auch, die Mehrheit der Menschen stehen zu einem Kurs, der eben auch sagt, Impfen ist der beste Schutz in dieser Pandemie. Und deswegen sage ich, Impfen, Impfen, Impfen und nicht Quertreiber, weil es sind Quertreiber, keine Querdenker, die eben die Vernunft aus dieser Gesellschaft herausbekommen wollen. Wir wollen eine vernünftige Politik machen, um diese Pandemie zurückzudrängen. Und dafür steht diese Koalition. Und ja, meine Damen und Herren, wir haben es schon vor einem Jahr gemeinsam hier befürchtet, dass sich Teile davon in diesem Land radikalisieren werden. Und es ist eine Schande für die Demokratie, dass mit Fackelzügen vor Entscheidungsträgern, vor die Häuser versucht wird zu kommen oder sogar davor zu demonstrieren. Und es ist eine Schande, dass die AfD bei diesen Demonstrationen hilft, dass sie sie lenkt und dass sie die Logistik dafür bereithält. So etwas gehört, meine Damen und Herren, nicht ins Parlament. Aber auf der anderen Seite, ich will auch sehr deutlich sagen, wir wären keine Volksvertretung, wenn wir nicht die Nuancen in unserer Gesellschaft auch zur Kenntnis nehmen würden. In meiner Heimatstadt müssen sich Menschen rechtfertigen, warum sie nicht sich haben impfen lassen. Aber es gibt immer noch Regionen in Deutschland, wo sich Menschen fragen lassen müssen, warum hast du dich geimpft? Und genau das müssen wir umkehren, auch in einer Debatte hier im Deutschen Bundestag, wenn wir in den nächsten Wochen über die Frage einer verbindlichen Impfpflicht in diesem Land diskutieren. Und deswegen sage ich sehr deutlich, diese Debatte, meine Damen und Herren, muss gewissenhaft,
differenziert und offen geführt werden, weil auch in meiner Fraktion gibt es nicht die Befürworter alle für die allgemeine Impfpflicht. Und es gibt eben auch bei uns in meiner Fraktion Kolleginnen und Kollegen, die das ein oder andere Bedenken vorbringen möchten. Und das will ich auch ermöglichen, dass diese Bedenken auch hier im Deutschen Bundestag zu Wort kommen werden. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat uns großen Spielraum eingeräumt bei der möglicherweise allgemeinen Impfpflicht in diesem Land. Aber dennoch, es ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Und deswegen brauchen wir eine Grundsatzdebatte in diesem Haus. Und ich sage für meine Fraktion, wir wollen die ermöglichen. Und umso mehr muss bis zu dieser Debatte sehr klar geklärt werden, ob der Staat alle umfassenden Maßnahmen ergriffen hat, damit sich eben auch alle Menschen impfen lassen können. Und wenn wir heute davon erfahren, dass zu wenig Impfstoff im Lande doch da ist, sowohl für die erste, für die zweite, aber auch für die Boosterimpfung, dann muss hier nachgearbeitet werden. Wenn dieser Impfstoff nicht vorhanden ist, können wir auch nicht verantwortungsvoll diese Debatte führen. Und wenn wir nicht niedrigschwellige Angebote vorhalten oder auch die Aufklärung für alle Menschen, die in unserem Land leben, so gewährleisten, dass sie sich impfen lassen wollen, dann gehört zu dieser differenzierten Debatte genau diese Fragen dazu. Umso wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das danke ich der Bundesregierung, die dies bereits im Übergang auch auf den Weg gebracht hat, dass ein Expertenrat jetzt gegründet worden ist und der auch schon getagt hat. Und dieser Expertenrat ist pluralistisch angelegt. Das kann Vertrauen in diesem Land schaffen, weil es eben auch in der Wissenschaft unterschiedliche Meinungen zu diesen Fragen gegeben hat. Und genau das ist auch die Voraussetzung, um Vertrauen in den nächsten Monaten zu schaffen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es gelingt, noch mehr Menschen vom Impfen zu überzeugen mit diesen Maßnahmen, die in den letzten Wochen auf den Weg gebracht worden sind. Meine Damen und Herren, ja, die Pandemie ist eine große Belastung, aber bereits ohne Pandemie wären die Herausforderungen für eine künftige Bundesregierung riesengroß und umfassend. Der Bundeskanzler hat hier wie andere Rednerinnen und Rednern auch davon gesprochen, dass diese 20er Jahre dieses Jahrhunderts der Anfang einer großen neuen Transformation sind. Ja, und diese Transformation ist nicht etwas ganz Neues in der deutschen oder europäischen Geschichte, aber diese Transformation wird rasanter und letztlich auch bahnbrechender sein als viele Transformationen zuvor. Und wenn sie rasanter ist, ist auch die Herausforderung für die Gesellschaft, für die Menschen letztlich so groß. Der Weg zur fossilen Industriegesellschaft hat über 100 Jahre gedauert, und wir sind sicher, dass dieser rasante, bahnbrechende Weg in dieser Transformation innerhalb von wenigen Jahrzehnten geschafft werden muss. Sonst erfüllen wir nicht die Ziele, die wir uns auch in diesem Koalitionsvertrag gegeben haben. Und deswegen muss auf der einen Seite natürlich eben das stehen, was wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, aber auf der anderen Seite eben auch letztlich die Maßnahmen einzuziehen, die den Menschen Halt geben in einer bahnbrechenden Transformation, die jeden erreichen wird. Und das sind, meine Damen und Herren, Schutzgesetze auf der einen Seite, Innovationen fördern, aber eben auch die Kunst zu haben, frühzeitig neue Ideen für diesen Weg auch zu erkennen. Und diese neuen Ideen liegen vielleicht zurzeit in den Laboren, liegen vielleicht in den Köpfen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber wir haben diese Aufgabe, diese Ideen zu fördern und dann auch in diese Transformation einzubringen, meine Damen und Herren. Und die großen Chancen, die sich daraus ergeben, sind offensichtlich. Es kann gute Arbeit bedeuten, gute Arbeit, wenn wir insbesondere auf der einen Seite mit Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auf der anderen Seite mit den Gewerkschaften und mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammenarbeiten. Aber der Kern in dieser Frage, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den früheren Transformationen, wir haben heute das Wissen,
die Erfahrung und die Fähigkeiten, diese Transformation zu gestalten und nicht zu Getriebenen zu werden. Wir wollen das Heft des Handelns in der Hand behalten, und ich bin sicher, das kann diese Fortschrittskoalition, meine Damen und Herren. Und genau das ist auch die große Chance für die nächsten 4 Jahre. Fortschritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wagen wir in dieser Koalition gemeinsam auf Augenhöhe. Und trotzdem biete ich an, 206 Talente in meiner Fraktion, davon 104, die in den neuen Deutschen Bundestag eingezogen sind. Und deswegen werden diese Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion genau darauf achten, ob kluge Investitionen vorangetrieben werden, ob die erneuerbare Energie eben auch so ausgebaut wird, dass wir auf sie setzen können, wie wir in Zukunft Netze ausbauen können, die Verkehre erweitern, Forschung ermöglichen. Und das ist die große Herausforderung. Es muss mehr sein als nur ein Haushaltsjahr, nämlich wir investieren in die Zukunft, meine Damen und Herren. Und ja, die Aufgabe meiner Fraktion wird insbesondere sein, gleichzeitig das Augenmerk auf diejenigen zu lenken, die zu wenig oder gar keine Lobby haben, um es mit anderen Worten zu sagen, die es schwer haben, sich im Leben durchzusetzen. Und deswegen sind gerade die Frage von Respekt im Wahlkampf so wichtig gewesen, dass wir sie auch in die konkrete Regierungsarbeit überführen. Gute Arbeit, Qualifizierung und Weiterbildung, der Mindestlohn, Ausbildungsplatzgarantie, eine Reform des BAföGs und vieles andere, das müssen die Leitplanken einer Politik sein, um die Menschen auch in dieser großen Transformation, meine Damen und Herren, mitnehmen zu können. Auf der anderen Seite, wir schauen heute auf uns, natürlich, und das haben wir auch in den letzten Tagen getan, aber vieles um uns herum schafft große Sorgen. Und ich sage sehr deutlich, diese Transformation, die die Menschen mit ihren eigenen Fähigkeiten in ihre Hand nehmen können, ist darauf angewiesen, dass in Europa Frieden herrscht. Und deswegen müssen wir auch über unsere eigenen Grenzen hinausschauen, über das, was hier dieses Parlament ausmacht. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss ich sagen, ich bin erschrocken. Wenn in dieser Pandemie die weltweite Wirtschaftsleistung zurückgegangen ist, aber die Rüstungsindustrie die größten Gewinne in diesen Jahren eingefahren hat, das ist ein Minitikel und das muss zurückgedrängt werden. Deswegen sage ich, Friedenspolitik ist notwendig, damit Transformation überhaupt gelingt. Und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, wie einige Kommentatoren, die da sagen, der Kalte Krieg ist zurückgekehrt. Das Problem in unseren Köpfen, bei einigen zumindest, ist, dass die Reflexe des Kalten Krieges zurückgekehrt sind. Und deswegen muss dieser Teufelskreis durchbrochen werden. Ja, Demokratien untereinander können am besten Frieden halten. Und Demokratien können auch am besten Frieden stiften, im Innern wie im Äußeren. Und gerade in einer Welt, die sich offensichtlich nicht mehr an Regeln und das Völkerrecht hält, müssen wir auch die Verantwortlichen benennen. Und ja, es besteht doch gar kein Zweifel, dass Russland die Regeln und das Völkerrecht gebrochen hat, dass mit der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim ein Spaltpilz auch wieder nach Europa zurückgekommen ist. Und deswegen kann auch Russland nicht die Bedingungen für die freien Länder in Europa diktieren, weil das würde Unterordnung heißen. Aber der Unterschied ist, meine Damen und Herren, Demokratien sind in der Lage, und deswegen haben sie die Freiheit, auch kluge Antworten auf diese Herausforderungen zu geben. Und Herr Brinkhaus, dann würde ich Sie gerne vielleicht daran erinnern, dass zumindest in den 90er Jahren einmal ein Verteidigungsminister von Ihrer Partei, Volker Rühe, gesagt hat, dass Staaten eben nur einem Bündnis beitreten können, wenn sie keine ungelösten Konflikte in dieses Bündnis hineintragen, wenn sie Demokratie und Marktwirtschaft achten und wenn sie auch die Freiheit im Inneren achten. Und deswegen kann ich auch nur sagen,
die in Rede stehenden Länder tun dies zurzeit nicht. Und deswegen sind kluge Antworten auch gefragt auf diese Herausforderung. Nämlich wir können, und das ist der Unterschied, Herr Brinkhaus, zwischen Ihnen und mir, Konfliktstoff aus der Debatte herausnehmen. Das habe ich gelernt von einer sozialdemokratischen, klugen Außenpolitik, die nämlich auf der einen Seite gesagt hat, Grenzen müssen wir setzen, aber auf der anderen Seite auch Auswege aufzeigen. Das ist genau eine Politik, die ich mir wünsche. Und das, meine Damen und Herren, hat in der vergangenen Woche vielleicht zu Ihrer Überraschung der amerikanische und der russische Präsident getan, weil sie wollen nämlich über eine europäische Sicherheitsordnung unter Einschluss von NATO-Ländern nachdenken. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, diesen Weg auch mit aller Deutlichkeit zu gehen. Unsere Koalition hat eine große Verantwortung für unser Land und für Europa. Durch Vernunft, Konzentration und Überzeugung wollen wir helfen, Gutes zu schaffen. Meine Damen und Herren, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Mützenich.